Advent, Advent, ein Lämplein brennt. Erst eins, dann zwei. Und damit herzlich willkommen, auch wenn bestimmt der Text falsch war. Aber ich wünsche euch allen da draußen einen frohen, schönen zweiten Advent. Die zweite Kerze leuchtet, wie man hier unschwer erkennen kann. Vielleicht jetzt so eher weniger, aber hier so. Zwei schöne Kerzen brennen hier bei meinem Kranz. Den stelle ich hier erstmal wunderschön drauf. Safe, nicht ganz, da benutze ich doch lieber beide Hände. Aber man sieht ihn. Ja, man sieht's. Man sieht's, alles gut. Ich könnte jetzt die Kamera drehen, aber wie gesagt, ich wünsche euch einen frohen Advent euch allen da draußen und hoffe, dass ihr heute auch wieder einen wunderschönen Tag mit eurer Familie habt, dass ihr schon die ein oder anderen Kekse gebacken oder auch schon selbst gegessen habt und dass ihr auch schon in schöner Vorweihnachtszeit seid. Die Frage wird sein, habt ihr schon Ideen für Geschenke? Und ich wollte heute mal so ein bisschen über die Vorweihnachtszeit reden und so, was dieses Jahr für mich anders ist. Ich sag mal, die letzten Jahre war es immer für mich so, Tannenbaum geholt, Tannenbaum geschmückt. Und mit der Zeit habe ich das so meinen eigenen Stil gefunden oder weitergedacht. Drücke es mal so aus. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir unseren Weihnachtsbaum mit Lametta geschmückt haben. Wer kennt es nicht? Das ist dieses, boah, ich hoffe, ihr kennt es, aber ich sag mal, das ist so wie güldenes Haar, aber eben so ganz fein und das in verschiedenen Farben. Das gibt es in Silbern, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht, in welchen Farben es es noch gibt. Ich kenne es auf jeden Fall in Silbern und in Gold. Und das macht man halt dann so über die Tannenzweige so rüber, ich sag mal so halt wie Haar, dass das halt dann schön fein da liegt und halt den Baum in Glanz erstrahlen soll. Das ging bei mir mit der Zeit weg. Lange Zeit hatten wir keinen Stern, sondern hatten, also auf der Spitze, sondern hatten da dann immer so, ich nenne es mal so ein Anstecker, halt was halt von der, vom Umfang her, also vom Runden her, immer drauf gepasst hat und dann auch so, sage ich mal, so ein Schmuck, was so mit Lametta oben raushing und dann so runterhing. War viel zu hoch angezeigt, also so runterhing. Also so raufgesteckt und dann halt so leicht Lametta da rum. War weg und dann kam ein Stern, den wir immer mit einem Gummiband anbringen müssen, weil der Stern sonst nicht so ist, sondern irgendwie schräg. Aber irgendwie ist er nicht jedes Jahr so, sondern wirklich so. Also macht demzufolge keinen Unterschied. Ja, Kugeln auf jeden Fall, Glocken sind mit am Baum. Dann so kleine, ich sag mal so wie hier, so kleine Figürchen, ob es nun so ein kleiner Weihnachtsmann ist oder Zimtstangen oder irgendwie sowas oder auch eben so diese Äpfel. Aber eben, dass es nicht einheitlich ist, dass es eben schön ist und eben schöne Farben haben soll. Aber ich muss zugeben, dieses Jahr habe ich keine Lust auf einen Weihnachtsbaum. Das können alle in meiner Familie nicht nachvollziehen. So viel kann ich sagen, auch Uwe, weil den kennt er. Uwe kann es auch nicht nachvollziehen. Der sagt so, ein Weihnachtsbaum gehört doch immer dazu. Aber ich bin so irgendwie dieses Jahr, habe ich irgendwie mal irgendwas in einer Größe? Ich habe hier noch nicht mal irgendwas in einer Größe. Denn ich möchte gleich was sagen, was in den nächsten Tagen kommt. Aber ich sag mal, pflanzenmäßig. Ihr kennt ja normale Blumen in einem kleinen Topf. Ob es nun Osterglocken sind, aber eben eine Topfpflanze. Und ich möchte dieses Jahr eigentlich zu Weihnachten einen Topf-Weihnachtsbaum. Es gibt nämlich, in, ich sag mal so, in diesem Umfang, einen Topf. Aber der Weihnachtsbaum hat halt auch nicht so einen dicken Stamm, also so gleich des Topfes, sondern halt so in etwa. Und da sind halt nur so ein paar Zweige. Und den möchte ich eigentlich nur hinstellen. So schön, ganz klein. Aber nein, alle sagen, die wollen nicht nach unten gucken. Wenn, dann wollen sie nach oben gucken. Nun ja. Ich muss mich dem leider beugen, aber ich werde dann auch leider nicht so mit schmücken und so. Ich bin dieses Jahr leider nicht so dafür.
Ich weiß nicht warum, ob es einfach so daran liegt, dass ich weiterdenke und ich vielleicht gar nicht mehr so Lust auf solch ein Weihnachten habe. Das kann ich schwer sagen, muss ich zugeben. Aber letztendlich ist es einfach so. Ja, warum ich gerade auch so gesagt habe, Mensch, nächste Tage gucken, denn wie immer wird dieses Video natürlich auch uncut sein, aber jetzt bin ich kurz aus dem Bild, sowas regt mich ja jetzt schon wieder auf. Aber hier ist ja meine Liste. So, lass mich mal eben gucken. Das hier ist jetzt der 10., wo für euch das Video kommt, das ist der 10. Und am 13. sollte eigentlich ein Video kommen, das kann ich immer eben sagen. Das Video wird trotzdem kommen diesen Monat. Dafür streiche ich ja natürlich was anderes. Am 13. sollte eigentlich ein Vergleich zwischen Vampire Diaries und The Originals kommen. Und beides habe ich ja auch bis dato entweder durchgesehen, sprich Vampire Diaries, oder bin auf dem aktuellen Stand. Und es fehlt ja nur noch die aktuelle Staffel, die aber ja noch gedreht wird von The Originals. Und da wollte ich mal so ein Fazit ziehen, in welchen Aspekten sie sich unterscheidet oder was für Gemeinsamkeiten man hat. Aber an dem Tag kommt nun was anderes, denn, so viel kann ich sagen, ich kam jetzt gerade am Samstagabend um, lass mich nicht lügen, 20 Uhr erst zu Hause an und habe erstmal meine Sachen ausgepackt, da ich unterwegs war. Ich war jetzt für, ich könnte jetzt spoilern, was kommt. Ich habe ja nur, wenn man so sieht, für Pascal geschrieben, wo ich bin. Und so gesehen eben meiner Familie ganz kurz. Weil ich war für ein paar Tage weg. Also so viel will ich sagen. Ich sag mal so, ich war auf jeden Fall in Deutschland. Und ich konnte von dem, ich spoilere mal so ein bisschen, von dem Event jetzt nicht so filmen. Aber dennoch wollte ich euch damit auf die Reise nehmen, was mir dieses Jahr widerfahren ist. So wird auch das Video heißen. Das Video heißt nämlich, ihr glaubt nicht, was mir dieses Jahr passiert ist. Oder noch passiert ist. Ich werde noch genau gucken, aber auf jeden Fall so in der Art wird das Video heißen. Ja, und das kommt jetzt am Mittwoch. Zack. Ja, also das kommt jetzt am Mittwoch. The Originals, Vampire Diaries, der Vergleich kommt demzufolge, lasst mich eben schnell gucken, am 22., weil ich streiche dafür, wohl oder übel, aber da ich das dann doch so vom Thema her vielleicht nicht so gut finde, den Pretty Little Liars Talk, außer natürlich, schreibt es mir sonst in die Kommentare, ob ihr ihn unbedingt sehen wollt. Wenn ihr ihn sehen wollt, dann schreibt es, wie gesagt, in die Kommentare, damit ich weiß, okay, ihr möchtet den Pretty Little Liars Talk sehen, gebt ihm zufolge einen Daumen gerne nach oben. Wie ihr seht, großes Licht ist auch an, also nicht nur hinten und Kerze, sondern halt auch eben von oben, weil ich jetzt dann doch lieber mehr Licht haben wollte, um jetzt gleich auch in Ruhe das Video schneiden zu können und eben auch für die nächsten Tage alles vorzubereiten. Ja, demzufolge könnt ihr euch morgen auf das Tippspiel freuen. Mit Uwe, da kommt der 17. Spieltag, den wir tippen. Bei dem 16., der jetzt in der Woche kommt, haben wir ja schon getippt. Wird auf jeden Fall natürlich wieder toller Montag. Ich weiß noch nicht bis dato, wie ich auf jeden Fall, also beim 15. Spieltag schon zum Teil, aber wie ich noch nicht beim 16. abgeschnitten habe, obwohl wir schon getippt haben. Aber wie gesagt, das werden wir alles sehen. Und ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wie gesagt, wollt ihr den Pretty Little Liars Talk, stimmt da ab. Ich hoffe, das ist jetzt da. Ich irre mich da jetzt nicht. Also stimmt da ab. Und Ideen, Anregungen, alles immer sehr, sehr gerne erwünscht. Auch immer wieder gerne in diesem Monat zu sehen sind Ideen für das Jahr 2018, wo ihr aber auch noch Special-Videos erwarten könnt. Es wird ja noch einiges kommen und ja, möchte das Video jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Freut euch auf Mittwoch, freut euch auf das Special-Video, in dem Sinne wirklich Special-Video und euch einen weiteren wunderschönen frohen Advent.
grüßt eure Familien von mir. Und dann würde ich sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.